nicht auf die Schwachen, so sind sie. Da zeigt sich wieder die sozialdarwinistische Natur des Schwurbeln, dass sie nicht warten auf ihre Leute, so sind sie. So sind sie. Oh, da kommen noch welche. Da kommen echt noch welche. Schwurbel, ich wollte doch immer verhandeln. Warum verhandeln wir denn? Machen wir Frieden, ja? Ihr hört auf, dann hören wir auch auf. Ist es gut? Ist es ein guter Film? Wir machen Feuerpause. Ich hab mehr Bullen drauf als Schwurbel. Hört auf mit dem Quatsch, ist doch albern. Achtung, Corona-Leugner, steckt euch nicht an mit antisemitischen Verschwörungstheorien. Schwurbelalarm. Die sagen, die sind für Weltfrieden, sind aber total nationalistisch. Das geht doch gar nicht. Fällt nur uns was auf? Ohne Schwurbel! Mit Nazis demonstrieren, das hat schon immer Weltfrieden garantiert. Na klar. Ohne Schwurbel! Ohne Schwurbel! Friedensdemo ohne Schwurbel! Ah, ist doch albern. Warum eine Italien-Fahne, frage ich mich. Warum Italien? Mal überlegen, was ist denn da gerade? In Italien, was ist denn da gerade so neu? Ah, Faschistinnen an der Macht. Das ist ja doch. Das hätten sie gern. Das hätten sie gern. Na klar. Auf Feier. Das ist. Machen einen auf Netz, sind aber total fies. Schwurbel, hört auf mit dem Quatsch, ist doch albern. Achtung, Corona-Leugner, steckt euch nicht an. Antisemitische Verschwörungstheorie. Achtung, Corona-Leugner, sie sehen aus wie eine Friedensdemo, sind aber Nazis. Fallt nicht drauf rein. Wo sind denn jetzt die Jesus-Freaks? Die haben schon wieder eingepackt. Schwurbel, hört auf mit dem Quatsch, ist doch albern. Ihr wollt immer Friedensverhandlungen, okay? Um was warnen wir denn? Wenn ihr aufhört, hören wir auch auf, okay? Machen wir Waffenstillstand. Ihr hört auf und wir hören auf. Ist doch nur fair, kommt. Okay? Schwurbel, jetzt reicht's aber wirklich. Hier auf dem Alex. So war das damals auch, stimmt's, genau so. Damals, im November 89. Ich kann mich genau erinnern. Da waren auch nur 10 Leute. Na klar, Schwurbel. Was ihr euch immer ausdenkt. Grab doch auch nochmal den Bundschuh aus. Den Bundschuh könnte man nochmal revitalisieren. Oh, dieses Getrommel. Oh mein Gott, mein Neffe hat mehr Taktgefühl, wirklich. Oh mein Gott. Wie halten die das nur aus miteinander? Frag ich mich. Dieses Geschwurbel. Oh, ja.